eigentlich, dass arbeitslose Profifußballer wie Künstler behandelt werden beim Arbeitsamt? Das heißt, sie kriegen kein Geld? Weiß ich nicht, genau wie du, oder? Ja, Aber wenn du das ich nicht. brauche gar nicht zum Arbeitsamt gehen, der kriegt ja nichts von denen. Hast du schon dein Geld zurückgezahlt? Hallo Borkheide, hallo Welt, wir wollen mal schnell und nicht vergessen, euch zu begrüßen. Matze, Und natürlich Lutze, der Matze muss. Mach schnell heute. Los. Schnell, der muss heute nochmal Attacke. weg. Gruß der Woche. Huch. Ja, okay, weiter. Nächsten Punkt. Waldbad. Waldbad, haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir noch? Bleibt zu oder was habe ich gehört dieses Jahr? Nein, 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 Nicht? nein, 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 nein. Ganz einfach. Nach wie vor, wir suchen Rettungsschwimmer. Also das predigen wir und propagieren das schon seit Jahren. Mit Plakat, mit Werbung, mit überregionaler Werbung, mit Zeitungswerbung, mit allem drum und dran. Der Erfolg ist mäßig bis hin zu miserabel. Aufgrund dessen, wir haben mal kurz überschlagen, wie viel Rettungsschwimmer wir noch haben und was man daraus machen kann. Daraus ist dann entstanden, dass wir in diesem Jahr nur noch von 11 bis 19 Uhr öffnen können, weil wir die paar Hansels an Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen natürlich nicht verheizen können. Dann können die sagen, macht jetzt, das bringt auch nichts. Wenn keiner da ist, kannst du nicht die Leute dazu zwingen, da zu sein, weil dann ist trotzdem keiner da. Ja, deswegen nach wie vor auch die Bitte, setzt euch mit der Heidi Goldmann in Verbindung. Die Telefonnummer können wir hier gerade nochmal einblenden zum Thema Rettungsschwimmer-Ausbildung. Sie informiert euch da über alle notwendigen Sachen, was, wo und wie. Wir haben Verbindungen zur Wasserwacht aufgebaut. Dort kann man das Ganze trainieren und auch die Prüfungsabnahme machen. Da kann sie euch drüber was erzählen. Es gibt übrigens auch eine Freitagabends Schwimmgruppe, die sich gebildet hat, die wechselweise nach Brandenburg oder nach Werder fährt, um dort Rettungsschwimmer Training allein schon mal zu betreiben, ohne dass das jetzt großartig ein Verein ist. Aber dort kann man schon mal die ganzen Übungen durchziehen und dann ist man für die Prüfungsabnahme auch schwimmtechnisch vorbereitet. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung für die aktiven Rettungsschwimmer. Wir hatten immer 10 Euro die Stunde. Das ist dieses Jahr 12,50 €. Dieser Betrag ist netto, weil es eine Übungsleiterpauschale ist. Das heißt, da gibt es keine Abzüge. Das ist, wie sagt man so schön, Cash in the Tash. Und die Juniorretter ab 14 Jahre, die Beisitzer machen zu den hauptamtlichen Rettungsschwimmern, die bekommen 7 Euro die Stunde. Die sitzen halt daneben und machen einzelne Tätigkeiten, auch mal eine Müllrunde und gucken, dass keine Glasflaschen im Bad sind etc. Und allein dafür 7 Euro die Stunde kann man sich schon mal im Sommer ein schönes Taschengeld dazu verdienen. Rettungsschwimmer-Voraussetzung für die Juniorretter ist das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze und für die hauptamtlichen Rettungsschwimmer das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber. Ich habe wieder Pech, ich bin noch keine 14. Verdammt. Es fällt auf, mit Bart daneben geht nicht. Ja, insoweit, wir bleiben dran. Ja, hoffen auf schönes Wetter im Sommer und natürlich, dass wir nicht irgendwelche komischen Fiesematenten haben wie 2G und Einlasskontrollen. Das ist natürlich in der Vereinsarbeit, wo wir tagsüber arbeiten, sind K.O.-Kriterium, weil da haben wir keinen, der sich da tagsüber hinsetzen kann und auch noch Leute kontrolliert oder am Eingang abweist. Das wollen wir hier keinem antun. Habe ich jetzt genug erzählt? Du hast viel erzählt und nicht gesagt, oder Was doch, habe ich noch doch, erzählt? du Ich hast weiß viel es gar erzählt, nicht mehr. ne, dass du 7 € haben willst. Ja. Nein. Ja, okay, also wie ihr es gehört habt, werden händeringend Rettungsschwimmer gesucht, falls denn geöffnet werden darf. Um es hochzurechnen, eine Tagesschicht gibt 100 Euro in die Tasche. Für den hauptamtlichen Rettungsschwimmer. Eine Tagesschicht? Wie lange geht die denn? 8 Stunden. Jetzt rechne mal. 8 mal 12,5 sind. Na! Kann ich nicht Ich habe rechnen. vorhin Der extra einen Taschenrechner, Taschenrechner genommen. geht jetzt nicht. Ja. Jo, so. Und weil wir nicht viel haben, kommen wir heute zur Energie. Es hat geblasen heute. Das heißt, dadurch hatten wir, wie man hier sehen kann, um 6 Uhr tatsächlich 59% regenerativen Treibstoff, Feuer, Strom. Aber Kernkraft war auch schon ganz, Kohle war ganz ordentlich und sogar irgendwoher kam Kernkraft. Haben wir nur ein Kernkraftwerk Drei rumrennen? haben wir noch. 3 haben wir noch. Ja, ist aber, wie man sieht hier, Kohle ist natürlich zweitstärkste. Also sollte der Wind nicht blasen, können wir unsere Kohle verbrennen. Naja, Ja, hast du überhaupt noch Kohle? ich? Verbrennst du die Kohle auch immer, ne? Oh, wir gehen nachher essen, ja, 10 Euro.
Ja, ja, aber das schafft Erdgas. Man. Schafft man also. Erdgas ist mehr als Biomasse. Erdgas ist auch bald weg, wenn sie so weitermachen. Sich mit unserem Biomasse verbrennen kann man auch. Kann man beim Joggen machen zum Beispiel Biomasse verbrennen? Da musst du aber abführen und in den Biomassespeicher mit einführen. Ja, kann man da so Wärmegürtel mitnehmen so, und das Zeug speichern oder nicht? Und da kann man dann an die Steckdose hängen oder gibt es sowas noch nicht? Ja, du kannst auch Licht in Tüten packen und ins Haus tragen. Ja, einen Knopf an der Backe nähen und ein Klavier dranhängen. Dann weiß man, wie schwer Musik ist. Ja, sehr schwer. Ja, gut. Also, so viel zur Energie. Und weil wir immer noch nicht viel haben, kommen wir gleich zum Wetter. Matze, es hat gegossen. Den Garten? Nee, was haben wir? 0, wie viel haben wir hier? Also, 0, wie viel Liter? 3 Liter. Da stand 3 Liter runtergekommen sind in meiner Wetterstation. 0,6 Liter. Du darfst die Wetterstation nicht unter dem Dach stellen. Da kommt natürlich kein Wasser an. Die ist über dem Dach. Ja, bei mir waren, hier hat es gegossen, da konnte ich schwimmen gehen heute, war ja, mit dem Boot unterwegs, mit dem Schlauchboot paddeln und so, war richtig nass. Wird Zeit, dass endlich Frühling wird. Du hast übrigens gar nicht meine Wetterhistorie der Woche runtergeladen. Ja? Nee, habe ich nicht. Und den Wettertrend hast du auch nicht runtergeladen. Na gut, dann müssen wir das halt so machen. Wir hatten ein bisschen durchwachsenes Wetter, meist Westwind die letzte Woche. Temperaturen gingen nachts auch auf -2 runter. Und ich habe sogar gehört, der Vulkanausbruch bei Tonga, hieß das, ja, da im Pazifik, hat kurzfristig zu einer Hochdruckveränderung geführt, Luftdruckveränderung bei uns. Gab es einen kurzen Peak, der hier sogar zu merken war. Nicht nur Tsunami ringsherum mit einem Meter hohen Wellen. Es der Peak, das war heute Nacht gewesen, das hat mir wehgetan. Das musst du mit deiner Frau klären. Es gab eine Luftdruckveränderung, die auch hier in Deutschland übrigens spürbar war, von diesem Vulkanausbruch ganz auf der anderen Seite. Zum Wetter der Woche. Ja, der Regen ist erstmal durch, aber es bleibt doch ganz schön mies und fies und diesig. Regnerisch auch nochmal bis Mittwoch. Und es könnte sogar Mittwochnacht zu Donnerstag und auch Donnerstagabend bei diesen Temperaturen um die 0 Grad nachts sogar Schnee geben. Was auch, wenn du runtergeladen hättest, der Wettertrend vorhergesagt hätte. Bist du ein Gläubiger? Nein. Wie hat Westernhagen gesungen? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus dem Bar. Aber auch das nicht mehr. Da glaube ich auch nicht dran. Und danach wird es ein bisschen sonniger am Freitag. Endlich mal. Heute war auch die Sonne zu sehen. Ganz kurz hat meine Frau gesagt, ich habe die Sonne gesehen. Ich habe die auch gesehen. Und da wollte sie raus, wollte die Sonne sehen, war sie weg. Als meine Frau vom Homeoffice runterkam, kriege ich die Sonne auf. Nee, es schien tatsächlich die Sonne. Wir haben dann noch geschafft, mit dem Hund zu gehen, nachdem der große Guss vorbei war. Aber das Wetter ist natürlich grau und grau. Also gefühlt ist es ja seit November durchweg grau. Mhm. Ja, abends gehen die Wolken weg, wenn die Sonne nicht mehr. Ja, das kommt noch dazu, zu diesen ganzen deprimierenden Verhältnissen. Ja, gut. So, und schon sind wir durch. Gar nicht mehr so lange. Wir hören heute einfach schon mal auf, weil Matze muss noch mal weg. Allen eine schöne Woche gewünscht. Lasst mal die Ohren nicht so hängen, so wie wir. Oder ich, Matze. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Grinst doch noch. Ich versuch's. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer, hier vor der Kamera. Der Matze und Lutze. Und tschüss. Tschüss.